Mitte Dezember 2013 war nach dem angrenzenden Otto-Park auch die Umgestaltung des westlichen Teils des kleinen Tiergartens in Berlin-Moabit abgeschlossen. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung der Turmstraße als Stadtteilzentrum und Geschäftsstraße. Auffälligstes Merkmal, wohl aber auch größter Streitpunkt mit den Anwohnern, sind die sogenannten Sitzkiesel. Das Stadtplanungsbüro sieht in ihnen immer wiederkehrende, identitätsstiftende Elemente, aber auch praktische, bespielbare und nutzbare Sitzmöbel. Für den Bund der Steuerzahler stellt sich dabei allerdings die Frage, ob es in Moabit nicht dringendere Probleme gibt und es nicht Parkbänke auch getan hätten. Denn bei den Kosten wird nicht gekleckert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes geklotzt. Eine Anfrage des Bundes der Steuerzahler beim Bezirksamt Mitte hat jetzt nämlich ergeben, dass die insgesamt 11 Sitzkiesel in den beiden Parkteilen zusammen fast 280.000 Euro gekostet haben. Pro Stück im Durchschnitt also über 25.000 Euro. Weitere 6 Sitzkiesel sollen 2014 im kleinen Tiergarten Ost folgen.